Sind wir reingewandert? Das ist ein gutes Stück. Willkommen bei Abgefahren zum zweiten Teil aus unserer Serie zum 2635. Wir haben ja, wie ihr euch erinnert, eine Probefahrt mit einer Umgehung des Fahrzeugs gemacht, haben euch das hervorragende Dachzelt vorgeführt. Und wir haben euch jetzt mal mit in den Innenraum reingenommen, um den nochmal zu inspizieren. Wir haben noch keine Endreinigung gemacht hier, deswegen habe ich auch noch die Schuhe an, wie ihr seht. Die sind aber recht frisch, da traue ich mich. Der muss noch sauber gemacht werden, der muss noch gefinished werden. Was heißt gefinished? Das bedeutet, wir gucken da nochmal alles ganz genau nach. Die Oberflächen werden nochmal abgezogen und neue mit Öl eingelassen. Und die ganzen Tapsen und von Montage angetapsten Sachen und Gegenstände, wie auch hier diese Treppe, die wird auch nochmal entgereinigt. Ich fall schon fast hier raus. Da ist nämlich hier, wie ihr seht, eine wunderschöne Treppe, die einen den Einstieg ins Separé etwas erleichtert. Und der steht jetzt kurz bevor, also die Endreinigung kurz vor der Übergabe. Und wir wollten auf vielfache Nachfrage euch natürlich mal mit reinnehmen und euch zeigen, was sich der Eigner in Verbindung mit unserer Umsetzung hier ausgedacht hat. Ja, Rico, ne? Man kann hier Karten spielen. Ja. Sehr bequem. Man hat wahnsinnig viel Platz. Also eine der Auflagen dieses Konzeptes war, einen extrem großen Sitzplatz zu generieren. Das heißt, es kann ja sein, dass die mit dem Fahrzeug mal auch mit vielen, vielen Leuten unterwegs sind. Und wenn man sich jetzt hier vorstellt, könnte hier noch einer setzen, ja. Rico noch einer, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen haben um das Tischchen hier bequem Platz. Der Tisch ist auf einem Doppelauszugsfuß, das bedeutet, wir können den zum Einstieg und zur Platzgenerierung auch etwas verschieben. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze hier abzulassen und den kompletten Eckbereich hier zu einem Bett umzubauen. Ja? Also er geht hoch, tief, ne? Wie man sieht, kann man sich die Beine hier auch einklammern, ja, wenn man möchte. Kann man den zu einem Bettbereich umbauen, so dass neben den 1, 2, 3, 4 möglichen Schlafplätzen, also ich sage jetzt mal 3 Kinderschlafplätze oben im Dachzelt maximal, ein Schlafplatz unten noch in der Kabine durch diesen Aufbauschlafplatz, hier ein, vielleicht sogar, wenn man ein bisschen ausstellt, 2 Schlafplätze, ne? Schlanke Personen, Kinder, ja, ne? Vielleicht auch gegeneinander. Plus dann dieses großzügige Eignerbett hier, das nochmal über 1,60 Meter hat. Also das heißt 1, 2, 3 plus die 4, also 6 ja, auf jeden Fall entspannt. Und wenn es sein muss, auch 7 Leute finden hier schlafgemäß. Ganze Menge. Ja. Wir haben hier an der Dinette ein sehr, sehr großzügiges, 1,70 Meter langes Echtglasfenster verbaut, ja, mit Verdunklung und auch Moskitoschutz. Ja, damit kommt natürlich hier in der Werkstatt noch nicht so richtig, weil es ja nicht so hell ist. Wir hier die normale Beleuchtung angemacht haben, kommt gut Licht rein, während auf der anderen Seite ein 1,20 Meter großes Fenster an der Küche platziert ist. Hier war die Auflage, es vom Möbelbau sachlich zu halten. Das heißt, man hat sich hier gezielt dafür ausgesprochen, eine Eiche zu nehmen, aber mit einer ruhigen Oberfläche. Also Rico, diese Furnierung hier, ne, also dieser Tisch, der sieht sehr massiv aus, so bauen wir das. Der ist aber aus 2 Leichtbauplatten mit einer massiven Kante und einem Furnier gebaut, dadurch, dass er nicht so schwer wird. Ne? Ja. Weil wenn das jetzt eine Massivholzplatte wäre im Geländeeinsatz, würde das ja nur vor sich hinschunkeln. Ähnlich oder in der gleichen Ausfertigung ist die Küchenarbeitsplatte, ist also auch echt Holz, echtes Eichenfurnier mit einer ruhigen Eiche. Oft sieht man auch, der Boden dazu ist jetzt hier ein PVC, ein hochwertiger, sehr, sehr hochwertiger PVC-Boden, auch aus einer ruhigen Eiche. Das heißt, die Durchgängigkeit hier, auch in Verbindung mit den Echtholzkanten, ne? Man sieht es hier noch ein bisschen staubig, noch keine Endreinigung, ich habe es gesagt. Das heißt, auf den Doppel-HPL stabil beschichteten Möbeln sind hier Echtholzkanten verbaut, wo sich, sagen wir mal, der Eichendekor durchzieht. Ne? Jetzt, wenn wir das sauber gemacht haben, ölen wir das alles im gleichen Öl, sodass der Eindruck oder auch die Haptik bzw. die Farbe deckungsgleich ist. Das heißt, wir haben hier, Rico, um alle Möbel, alles, was offen war, auch bei den Auszügen, wenn ihr euch das hier mal anguckt,
haben wir mit einer Echtholzkante belegt, sodass sich der Werkstoff Eiche, wie ihr seht, wiederholt in dem ganzen Raumkonzept. Ne? Das macht es jetzt sehr stimmig. Stimmig, es macht das jetzt nicht überzogen, es macht das, man hätte natürlich überlegen können, die Fronten vielleicht auch noch in Eiche zu machen. Das nimmt immer wieder mehr Licht, war hier nicht gewünscht, sondern gewünscht war einfach ein paar Akzente zu setzen und das relativ hell zu machen. Ne? Hier war auch gewünscht, den Deckenmöbelbau in einer relativ kleinen Teilung aufzusetzen. Ich kann euch mal zwei, drei Klappen aufmachen. Warum? Ja, hängt mit den vielen Teilnehmern der Veranstaltung hier zusammen. Das heißt, jeder kriegt dann 1, 2, 3 Fächchen zugeordnet und hat es sauber abgeteilt. In der Regel ist es so, dass wir Deckenschränke etwas mit größeren Türen versehen und nicht so kleinteilig aufbauen. Ne? Wie ihr seht, wir haben einen Deckenschrank, der keinen Ausstellzylinder hat, sondern eine Reibungsbremse drin. Bauen wir immer so. Und wir haben hier innen als Gegenlager für den Verschluss kein Verschlussblech, sondern ein durchlaufendes Profil. Ja. Das hat den Sinn und Zweck. Kannst du dir das vorstellen, wozu das gut ist? Ja, wenn du aufmachst, rutscht dir nicht gleich was entgegen. Oder es steht nicht an der Klappe an, wenn man jetzt fährt, das rutscht noch vor. Genau, also vollkommen richtig, fahren und stehen, wenn du jetzt ein bisschen schräg stehst, fällt nichts raus. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn ein bisschen was Schwereres drin wäre und es beim Offroad-Fahren schunkelt, drückt es nicht an die Klappe und reißt dir nicht die Klappe auf. Ne? Ja. Das ist so eine Erfahrung, die ich beim Rallye-Dasein immer machen musste. Da sind dann solche Autos mitgefahren, hier ohne Durchstieg, alles war geschlossen. Mhm. Und komischerweise, man fährt natürlich mit solchen Autos keine Rallye. Es ist nur so, wir hatten zu allen Nordafrika-Veranstaltungen immer eine sogenannte Begleitreise zur Rallye. Ja. Also man begleitet, was macht der Reisende? Der geht so an die Spots, wo die bekloppten Rallye-Fahrer rumfahren, oder er fährt der Rallye ein bisschen hinterher. Ne? Mhm. Das Kuriose an der ganzen Veranstaltung war, dass auch die Monopilisten oder die Expeditionsmobilfahrer häufig dann irgendwo durch den permanent um einen rumbefindlichen Rennsport und den Benzingeruch alle irgendwo einen Bleifuß gekriegt haben und dann gemeint haben, sie müssten auch ein bisschen straffer mit ihren Autos unterwegs sein. Und dann war aufgeräumt. Ja, genau. Also wenn du da die Tür aufgemacht hast, hast du häufig gesehen, dass die Deckenschränke offen waren, dass die Milch sich langsam über den Bogen ergossen hat. Und das ein oder andere Team ist dann vorzeitig abgereist. Mhm. Und ich glaube, da hat vielleicht sogar die ein oder andere Beziehung darunter massiv gelitten. Ne? Das ist passiert aus zweierlei Gründen. Das haben wir uns bei Vogel 24 ein bisschen abgeschaut aus dem Szenario. Warum gehen Deckenschränke auf? Warum gehen Schränke auf? Und natürlich hängt es an der Belastung und an der Bewegung des ganzen Möbels. Und einer unserer Tricks ist, ihr müsst euch vorstellen, ich habe es schon mal erwähnt in einem anderen Video, dass der Koffer sich ja bewegt. Ja. Ne? Und dadurch werden die Möbel, wenn die in alle Richtungen verschraubt sind, auch bewegt. Und einer unserer Tricks ist, wir verschrauben hier nur in eine Richtung. Das heißt, die Möbel sind nach oben fixiert und gleiten hinten auf einer Filzleiste und sind komplett umlüftet. Das heißt, die hängen nur oben und können sich, wenn der Koffer sich bewegt, dadurch, dass sie an einer Seite hängen, werden die nicht gedehnt und gestreckt und klein gerührt, sondern sie bleiben am Stück und in der Form. Hat uns die Praxis auch bestätigt. Wir fahren ja selber mit den Autos ein bisschen straffer teilweise. Passiert nichts, bleibt zu, ist wirklich cool. Und in Verbindung mit dieser Umlüftung haben wir halt nie Situationen mit Kondensat und Schwitzwasser, das hinter dem Möbel entstehen könnte. Das zum Deckenschränken. Zu den Schränken hier unten oder zu den Schubladen ist zu erwähnen, wir machen die mit Doppel-Push-Locks. Macht eigentlich sonst auch keiner oder kaum einer. Aus dem gleichen Grund, weil der doppelte Verschluss das ganze System sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sichert. Und damit haben wir wieder Stabilität. Ne? Gibt auch ein stimmiges Bild, wie ich finde. So, gleichmäßig. Das wirkt jetzt entspannt und gleichmäßig. Ja. Und wenn du jetzt so eine Schublade aufmachst, hast du halt auch die Situation, dass du dann auf jeder Seite packen kannst. Wir arbeiten hier mit sehr hochwertigen Auszugssystemen, von Blumen zum Beispiel, ne? Die also auch die Eigenschaft haben, guck mal, wenn man was zuwirft, die bremsen und sie bieten einen Gegenzug. Das heißt, wenn man steht, selbst wenn das Auto ein bisschen schräg steht, laufen die Schubladen nicht von alleine raus, sondern haben einen hohen Gegenzug. Ne?
damit es sich nicht öffnet. Ne? Also man kann die Pushlocks auch im Stehen im Ofen lassen. Ja, Küche. Wir haben hier in der Küche verbaut einen sehr, sehr schönen, beliebten Herd, nämlich den Tedford Triplex. Das ist ein Drei-Flammen-Herd. Hier, ich krabbel mal raus, dann kann ich euch das besser zeigen. Ein Drei-Flammen-Herd in Verbindung mit einem Backofen. Der Backofen ist hier unten. Recht schön gemacht hier. Die Abdeckung schließt den Herd ab, wenn er geschlossen ist, kann als Ablage dienen und ist gleichzeitig nach hinten gegen das Fenster Spritzschutz. Um es auf der anderen Seite auch zu schützen, das Möbel, haben wir hier eine Edelstahlwand oder eine Edelstahlwandverkleidung aufgebaut. Wir haben auf der anderen Seite, um bei der Farbe ein bisschen zu bleiben, weil der Tedford ist ja, wie ihr seht, in so einem, ja, was sind das, Anthrazit, Grau, Schwarz, ja. Grau, ne? Wir haben hier nochmal in der gleichen Ton ein Kunststein-Waschbecken, schön, auch mit einem schönen Wasserhahn aus dem Großsortiment, also das heißt sehr, sehr hochwertig. Da passen wir immer so eine Ablage ein, ein Schneidbrett, das kann also wirklich auch während der Fahrt fast da drin liegen oder es verschwindet in der Schublade. Wir haben hier ein Podest runtergesetzt, warum? Stauraum schaffen und die Energie Geschichte ein bisschen darunter zu bringen. Genau, die ganze, also, die ganze Technik, ne? Wo rutscht mit dem Zeug, ne? Du rutscht mal raus, vielleicht können wir da mal grob hingucken. Also zum einen ist ein Podest immer ganz gut für ein, unter anderem eine Unterbringung oder einen Stauraum. Das können wir hier mal aufmachen. Das heißt, hier haben wir Stauräume. Wenn ihr hier mal hinterguckt, stehen die ein Teil der Lithium-Ionen-Akkus. Hier sind verbaut 300x200 Ampere auf 24 Volt. Das ist also ein relativ großes Batteriesystem und wir haben hier noch die Möglichkeit zu verstauen, ne? Also Kisten verstauen, reinzubringen, die man auch zur Seite räumen kann. Ne? Ja. Und der Grundsockel ist jetzt der Sockel für den Fuß. Das Fahrzeug hier hat neben einem sehr, sehr überdimensionierten Strom-Batteriesystem, wir haben also hier einen 5 kW Inverter, weil die Idee halt war, notfalls andere größere Geräte mit zu betreiben und weil das Gerät eine Klimaanlage hat. Also das heißt, der ganze Koffer ist voll klimatisiert und dank der großen Lithium-Ionen-Batterien und 4x360 WP Solar auf dem Dach, ne, was ja bald 1,5 kW sind, kann das Ding, wenn in der Sonne steht, auch durchgehend mit Klimaanlage betrieben werden. Ne? Das ist zwei Sachen geschuldet. Einmal den 5 kW Inverter, der immer genug Reserven hat und zum anderen natürlich den erheblichen Solarfeldern in Verbindung mit der großen Batterie, die das einfach schaffen. Ne? Ja, was haben wir hier verbaut? Ja, Kühlschrank. Kühlschrank. Gefrierschrank. Gefrierschrank, wunderschöner Isotherm aus dem maritimen Bereich. Das heißt, wenn wir mal vielleicht mit der Kamera hier rumgucken, dann kannst du mal aufmachen. Das ist also eine große Kühl-Gefrier-Kombi aus dem Hause Isotherm. Oben ist der Kühlschrank, unten ist der Froster. So dass da also auch der Backofen mit reichhaltig leckeren Tiefkühl-Accessoires bestückt werden kann, um notfalls auch die Köchin zu entlasten. Also das heißt, Kühlschrank, Triplex haben wir gehabt, reichhaltig Stauraum oben und unten, oben auch eine Verstauung. Wir achten immer drauf, wenn ihr hier guckt, hier überall sind Lüftungsgitter. Ja, Lüftungsgitter unten, Lüftungsgitter hier in der Küche in allen Ecken. Warum? Auch wenn ihr hier mal guckt, auch unser Möbel, das hier steht, im Gegensatz zu anderen Anbietern, wir haben alles umlüftet. Auch hier hinten gibt es eine Schattennot. Das heißt, das Möbel steht unten auf einem speziellen Fußsystem und ist umlüftet. Dass also, wenn jetzt die Geräte laufen, auch wenn die Heizung jetzt arbeitet, dass also immer eine Umströmung gewährleistet ist und sich nie in den Ecken, also Ecken dieser Kabinen sind am leichtesten, sagen wir mal, davon bedroht, dass die Kälte sich da oder Kondensat absetzt, ja. Dass also immer durch die Belüftung gewährleistet ist, dass alle Feuchtigkeit, die eventuell entsteht durch hohe Temperaturunterschiede, dass die weggenommen werden kann und durch die Luftkonvektion weggenommen werden kann. Ja, das ist also so einer der Ansätze, den wir überall verfolgen. Das heißt, die Möbel, wenn ihr seht, die sind nach oben nicht press, ne? Ihr seht es durchgehend, sondern die Schränke haben alle nach oben hin Luft, um einfach der Belüftung gerecht zu werden und auch im Offroad-Einsatz immer in einer gewissen Art und Weise noch bewegungsfähig zu sein. Ne? Ja, wir haben geredet über, was haben wir noch? Wir haben hier eine wunderschöne Dachluke, Echtglas, ein wunderschönes Teil hier.
ne, um einfach den Bereich eben über dem Tisch noch ein bisschen zu belüften, gerade nach dem Essen. Wir haben hier eben separé zwei Vorhänge angebracht und wenn ihr hier mal reingucken wollt, eben ein sehr, sehr großzügiges Bett mit hinten einem netten, ich sage immer, nettes Blumenfenster dazu. Das heißt, hier seht ihr die zwei Spots, die auch es möglich machen, wenn man links und rechts sich da ein bisschen hinlümmelt, das eine oder andere Buch vielleicht zu lesen oder noch ein bisschen rumzudatteln. Wir haben querbelüftetes Separé, sage ich jetzt dazu. Das heißt, wir haben links und rechts ein Fenster, sodass immer ausreichend Luft reinkommen kann. Und natürlich dazu noch, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Klimaanlage. Also das heißt, hier war gezielt das Gesamtkonzept so angelegt, dass einfach Luft und Licht reinkommt. Ne? Ja, dadurch wird der Gang natürlich, wie man sieht, hier, wenn ich stehe, das ist immer so im Kabinenbau. Manche wird sagen, ja, das ist jetzt vielleicht hier ein bisschen schmal. Es ist natürlich dem Gesamtkonzept geschuldet. Und Rico, man muss ja immer irgendwelche Tote sterben. Ne? Wenn du jetzt eine große Sitzecke hast mit viel Platz, eine große ausladende Küche, große Kühlschränke, von der Innenbreite, die meistens so bei solchen Koffern um die 2,30 Meter sind, ja, bleibt halt nur ein gewisser Platz. Ne? Das heißt, man muss auch, wenn man hier jetzt die Schubladenbereiche unten aufmacht, immer ein bisschen daneben treten. Ne? Man kann sich also jetzt hier nicht davor stellen, was aber durch die kleine Aufteilung gut zu machen ist. Was aber natürlich auch eine Menge Stauraum bringt. Ne? Genau. Ne? Also das heißt, wir haben hier auf maximalen Stauraumwert gelegt, weil viele Leute brauchen viel zu essen und viel vielleicht Dinge, die hier mitwandern soll. Und das ist jetzt so, ja, Licht und Schatten. Also Licht ist natürlich viel Sitzplatz, viel Stauraum. Für manche wäre es schöner, wenn man auch dahinter stehen bleiben kann. Das muss man halt wissen und damit muss man umgehen. Wenn man es weiß und damit umgehen kann, ist es aber auch, denke ich, relativ unproblematisch. Wir haben hier, ja, wir haben auf der einen Seite viele Gimmicks, die extrem aufwendig sind, wie das große Batteriesystem mit dem großen Stromsystem, mit der Klimaanlage. Die Beheizung ist noch recht konservativ. Auch hier, wie so häufig, haben wir eine Truma D6E verbaut, ja, also eine Heizung, die auf Strom mit 2 kW betrieben werden kann oder auf 6 kW mit Diesel. Mit dem integralen Boiler mit 11 Liter Wasser. Also es hat sich in der Vergangenheit immer bewährt. Das Gerät habe ich selber in meinem Auto auch seit Jahren, macht überhaupt keine Probleme. Deswegen beschreibe ich das immer so. Es ist zwar jetzt nicht in der Beheizung so gleichmäßig wie in der Wasserheizung, hat aber den Vorteil, dass es wahnsinnig schnell ist und eben einfach zu handeln und ein natürlich viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, wir haben im gesamten Fahrzeug, wir haben 2 kW im Dachzelt, wir haben 2 kW im Fahrerhaus und wir haben 6 kW hier sogar, hinten in der Wohnkabine. Genau, wir haben sogar 2,5 kW im Dachzelt und im Fahrerhaus, weil wir da dieses neue System verbaut haben, ja, was es momentan nur bei uns gibt. Das ist also eine 2,5 kW Heizung, die es auf 12 und 24 Volt gibt. Ähnlich jetzt wie andere am Markt, ja, auch. Tatsächlich 5 kW an Standheizung und wir haben hier drin nochmal die 6 kW Truma D6, die jetzt bei der Größe, also wir haben hier eine Innenraumlänge von 5,50 Meter etwa, ja, natürlich immer noch eine kleine Ecke, vielleicht zu groß ist, weil die Kabine top isoliert ist mit 60 mm ja, Sandwich, aber trotz alledem hier auch für extrem kältere Gebiete genug Power und genug Leistung, ja, hat. Wir haben aber noch mehr, ne? Wir haben hier 2 kW nochmal Elektropatrone drin, die auch das Wasser warm machen kann, wenn man irgendwo auf dem Campingplatz steht, damit das Abgas nicht die Leute belästigt. Und wir können auch mit der Klimaanlage heizen. Ne? Also hier ist eine Klimaanlage drin, die nicht nur eine Kühlfunktion hat, sondern auch eine Heizfunktion, so knapp 1 kW. Das bedeutet, man könnte jetzt auf elektrisch 3 kW heizen, wenn der Diesel mal weg wäre und ja, wenn man irgendwo am Strom hängt. Und schafft es auf jeden Fall mit 3 kW das Ding auch bei 0 Grad so zu beheizen, dass es völlig ausreichend ist. Ja, die Steuerung dafür seht ihr alle hier vorne. Wir haben also hier die Fernbedienung für den Inverter. Wir haben hier, wir können ja mal ein bisschen was noch hochfahren, ne? Kühlschrank hochfahren. Hier ist die Heizung, ne? Hier ist das sogenannte Color Control aus dem Hause Victron Energy. Das ist mittlerweile ersetzt worden durch das Gevo seit 1,5 Jahren. Ne? Hier ist es so, das war noch im Konzept drin, war so eine der letzten Verbauungen, weil der Start des Koffers war ja auch vor über einem Jahr. Ne? Das heißt, dadurch haben wir das noch verbaut. Hier haben wir nochmal so ein kleines Battery Management, BMV, das letztendlich eigentlich Teile der Funktion, die du hier siehst, hast du auf dem Color Control auch. Das verbauen wir aber meistens, weil das den Schand führt,
der wiederum für die Information notwendig ist. Das Ding ist die Heizung hier, ne? Heizung, 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 Duschpumpe brauchen wir nicht. Aber Heizung sehen wir auch, das heißt, jetzt sollte vielleicht auch dann die Heizung mal erwachen. Toilette hat was, die Toilette ist eben die Belüftung der Toilette. Die Heizung hat noch keine Funktion. Warum hat die keine Funktion? Toilette, Backofen ist an, Heizung ist zwar an, müssen wir mal nachgucken. Mhm. Vielleicht ist die Sicherung da noch rausgenommen. Ne? Wir haben die aber eigentlich schon im Betrieb gehabt. Ne? Müssen wir nachfragen. So, das ist die Fernsteuerung für was? Solar. Nee, das ist die Fernsteuerung. Charger, Inverter. Genau, das ist für die Multi Plus unten. Ja. Also das heißt für den Inverter und den Charger, weil der ist hier unten verbaut, gut belüftet. Und damit wir den an- und abschalten können, haben wir hier die Steuerung dafür. So, da müssen wir mal gucken, woran es liegt. DC 12 Volt, vielleicht ist der 12 Volt Schalter auch nicht an, aber die sind eigentlich alle hochgefahren. Und die Heizung ist ja auch an. Ich habe nur die Pumpe ausgelassen, die Duschpumpe. Müssen wir mal gucken, woran es hängt. Ne? Wir machen ja hier ein Check-up. Also das heißt, wie immer haben wir uns nicht groß darauf vorbereitet, um genau solche Sachen rauszufinden. Ich tippe jetzt einfach drauf, dass die Sicherung da noch rausgenommen ist. Ne? Wir haben eine Absicherung, das heißt, Teile der Technik laufen hier hinten. Du kannst mit zwei Griffen die Wand rausnehmen. Oder lassen wir dann mal unseren Elektriker nachgucken, woran das liegt. So, hier gibt es also... Ich habe es ja gesagt, hier gibt es einen Schrank, einen Kleiderschrank für Jacken und Hemden und dahinter kommen wir an die Technik. Das heißt, wir haben hier ein Wandelement, ein gut belüftetes, nach oben eingesetzt. Deswegen ist der Schrank auch mit einem Luftspalt versehen. Das heißt, das Brett hier mit den zwei Griffen können wir rausnehmen und kommen an die Technik. Und hier unten drunter ist nochmal ein großzügiger Schrank mit Fächern, der auch wieder so angelegt ist, dass wir Kisten reinstellen können, die nicht nach außen drücken. Ja, hier ist, was ist hier? Licht außen, Licht fürs Bad und natürlich eine Fernbedienung für die Klimaanlage. Und das ganze Ding hier könnte was sein? Ein Schuhregal. Ja, hier unten ein Schuhregal, da oben vielleicht in Unterreihe noch Schuhe, könnte aber auch ein Zeitungsregal sein. Das ist also tatsächlich so eine Schuh- und Zeitungsablage, die gewünscht war, weil wir hier auch an der Rückwand den Bereich des Bades, der Dusche haben, um den Platz optimal zu nutzen. Also das ist jetzt so eine wirklich coole Ablage für Dinge, Bücher, Zeitungen, in dem unteren Bereich vielleicht auch ein kleines Schuhregal. Ja, dann nach vorne gehen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, fragt er mich bestimmt, was der Unsinn soll. Eine Waschmaschine über den Durchstieg. Ja? Das passiert, wie passiert sowas? Das passiert einfach aus den Gründen, wenn Dinge nachgeschoben werden, die ursprünglich nicht in der Planung waren. Ne? Also ja. Das heißt, Auto ist fertig und der Kunde sagt, oh, jetzt will ich noch eine Waschmaschine, aber es muss ein Waschautomat sein und den will ich im Innenraum haben. So, dann gucken wir uns an, langen uns am Kopf und denken, was machen wir jetzt? Da ist alles voll, nirgendwo ist es eingeplant. Die Klappe soll auch bleiben, also muss man irgendwas erfinden oder finden mit diesem komischen Platz. Und hier ist natürlich so, dass Teile der Installation vom Wasser nah sind am Bad. Hier ist es so, dass Abflüsse auch in den Abwassertank nah waren. Und deswegen ist man jetzt dazu übergegangen, die Waschmaschine genau dort zu positionieren, weil es von allen schlechten Plätzen keinen besseren, schlechteren gab. Ja. Wobei man hier sagen muss, dass aber durch dieses großzügige Konzept mit der Dusche hier. Es stört nicht, aber so richtig, wenn ich drauf gucke, ist es so was, wo ich sage, oh, das würde ich lieber ganz gerne anders machen. Also hier ist eine Waschmaschine, also eine Vollwaschautomat in dieser 3-Kilo-Klasse. Ne? Viele kennen die, oder sie wird oft als Deo Mini-Waschmaschine beschrieben. Die ist hier von einem anderen Hersteller, das heißt, ihr könnt da reingucken. Ist ganz schön gemacht und hat halt genau dahin, genau dahin gepasst. Ne? Und wie du schon richtig erwähnt hast, haben wir ein sehr, sehr großzügiges Dusche, ne? Mhm. Familiendusche, sage ich. Vielleicht kommen wir mal mit der Kamera rum oder du nimmst dir mal in die Hand. Das ist also sehr, sehr umfangreich an Platz. Und wir haben, und jetzt kommt's, natürlich, wenn wir den Durchstieg aufmachen, den machen wir vielleicht mal auf und dann die Tür, vielleicht nimmst du mal die Kamera rein, Rico, die Tür umlegen. Wir haben hier sowas wie ein separiertes Raumbad. Das heißt,
die oder das oder jenes oder was auch immer vorne im Fahrerhaus schläft, kann natürlich jetzt unabhängig vom Wohnraum hier in das Raumbad rein und kann selber die Toilette benutzen und ist super cool. Eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern ist es cool. Ne? Also wir erzeugen ein großes Raumbad, ist jetzt so ähnlich wie bei unseren Durchstiegsbadlösungen tatsächlich. Also wenn ihr hier nach vorne guckt, ja, das heißt, dann seht ihr, wir machen noch einen Haken an die Tür, Rico, sollten wir uns mal vermerken, Haken an die Tür und Endreinigung. Das heißt, wir können jetzt hier den Einsitz in der Mitte können wir umlegen, durchsteigen, das Toilettchen benutzen oder die Dusche auch. Ja? Das ist dafür konzeptioniert. So, alles ist frostfrei, auch das Abwasser, weil hier seht ihr einen Sockel, der hat folgenden Grund, dass unter dem ganzen Bad der Abwassertank liegt. Und nicht nur der Abwassertank, auch der Tank, glaube ich, für die... Ist da ein Schlauch auf dem Klo? Noch? Oder ist ein... Ja. Ja, wenn ein Schlauch dran ist, haben wir unten einen Urintank, einen 30 Liter Urintank verbaut. Das machen wir ab und an. Mittlerweile geht der Trend mehr zu dieser Flasche. Warum? Besser zu entleeren. Genau. Also der Hauptpunkt ist, wenn der Urintank mal voll ist und du stehst irgendwo schön und dann willst du dein Pipi unten auch nicht rauslaufen lassen, weil das riecht Tage noch im warmen Urin dann unter deinem Auto und dann ist die Flasche leichter auszuleeren. Das ist jetzt so eine Messensache. Ne? Man kann natürlich auch einen Eimer drunter stellen und das Pipi dann irgendwo hinlegen, aber das macht immer Geruch und wenn Leute neben dir stehen, ist es unangenehm, die flüssige Phase da auszuleeren. Gerade im Sommer ist das. Genau. Deswegen machen wir das heute ein bisschen anders. Ne? Ja, wir haben für die Druma noch ein Höhenkit verbaut. Das ist die Umschaltung für die Höhenkit-Pumpe hier. Was heißt ein Höhenkit? Wir haben, das ist ein Zwei-Pumpen-System, was uns ermöglicht, ab Höhen ab 3000 Meter auch das Höhenkit zu aktivieren, um die Heizung noch bedienungsfähig zu machen. Mhm. Und ist verbaut, das heißt, das Fahrzeug ist wie mit den Spezialscheiben in den Echtglasfenstern auch für große Höhen ausgelegt. Ne? Also für Höhen. Also wer Südamerika, ja, groß ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil die Leute sagen, sie wollen auf 5000 Meter hochfahren. Dann sage ich, wie lang denn? Da fährst du eigentlich hoch und dann müsst du wieder runter, weil nicht nur die Kiste, die Kiste braucht Sauerstoff zum Fahren, sondern du brauchst auch welchen. Wenn du dich nicht wohlfühlst wegen wenigem Sauerstoff, dann wirst du mit Sicherheit, wenn du in Südamerika bist, nicht auf dem 5000er wochenlang kapieren, ne, und deine Heizung mit dem Höhenkit ausprobieren. Also das halte ich ein bisschen für Nonsens. Aber es wird ganz gern verbaut, weil es kann natürlich auch sein, dass du halt zum Skifahren auf 3500 Meter bist, die Heizung Probleme macht und mit dem im Höhenmodus eben keine Probleme. Ja, wie ihr seht, wir haben hier auch nicht gespart. Wir haben ein schönes Bedienfeld von Filippi dort eingebaut mit den Tanksensoren. Wir haben überall geguckt, dass es einfach ordentlich ist, aber ordentlich auch im Gleichklang mit nicht überzogen. Ne? Das heißt, Fahrzeuge hat 6x6 in der Kategorie bei anderen Herstellern, du hast ja schon mal geguckt, kosten ab 550.000 Euro aufwärts. Ne? Ja. So viel kann ich sagen, dieses Fahrzeug hat deutlich unter 500.000 Euro gekostet. Liegt eher so im Bereich 450 oder noch knapp drunter. Was schon selten ist, ne, mit den ganzen Möglichkeiten, die es bietet und mit dieser individuellen Umsetzung. Das heißt, der Innenraum ist ganz, ganz genau nach den Vorgaben und den Ideen der Eigner entstanden und hat somit eine Einzigartigkeit und auch eine ganz, ganz hohe Individualität. Ja, wie immer, haben wir denn an der Stelle jetzt irgendwas vergessen? Wir haben drüber geredet. Ja, wir haben vielleicht innen noch ein paar Hard Facts, die immer ganz gern gehört werden. Rico, ich weiß nicht, weißt du, wie viel Wasser hier an Bord ist? Wir haben es, glaube ich, schon. Das haben wir gestern schon gesagt. Ja, wir haben also hier 2x500 Liter sogar. Wir haben 1000 Liter Frischwasser. Wir haben eine Wasserentnahme mit einem großen Aktivkohlefilter. Wir haben dazu eine Einbringungsbox. Was ist das? Das ist im Endeffekt eine Kiste, mit der ich über mehrere Keramikfilterelemente das Wasser auch aus einem Gewässer entnehmen kann. Ja. Die ist aber separat, weil die machen wir nur noch separat, weil es blöd ist, diese mitzunehmen, wenn du sie eigentlich nicht brauchst, wenn du in Europa zum Beispiel unterwegs bist. Wir haben ein großzügiges Batteriesystem hier verbaut, das haben wir ja schon besprochen, und natürlich mit dem Batteriesystem auch großzügig Solar, sodass ohne Generator das Fahrzeug tatsächlich bei normalen
auch drüben Sonnenlicht oder drüben Tage zu 100% lebensfähig ist in der Standardadaption. Ja. Wir haben hier keine Induktion verbaut, weil auch Induktion nach unserem Ermessen wieder und wieder einen 20, 30 Ampere am Tag klauen kann, die du vielleicht in schlechten Gegenden mit wenig Licht benötigst, um einfach einen Stromhaushalt zu machen. Das hast du ja bei deinem Auto schon gemerkt, ja, wie du da gesagt hast, wenn du dann mal ein bisschen im Skiurlaub stehst und dann nicht immer so die Sonne scheint. Also ich habe Induktionskochfelder, habe 600 Ampere Batteriesystem auf 24 Volt und es ist tatsächlich so, wenn du das dann mit der Family belebst, belichtest, kochst und heizt da drin, dann schaffst du es kaum eine Woche und du siehst also, dass jeden Tag zwar ein bisschen was in den Strom reinkommt, aber deine Batterien eher mit dem Pfeil nach unten laufen. Also das heißt, es langt dann nicht und man muss dann recht frühzeitig schauen, wie man die Stromsituation löst. Ja. Ne? Das heißt, deswegen tendiere ich auch immer ein bisschen mehr wieder zum Gaskochen, weil die 20 Ampere, die ich mir am Tag spare dadurch, retten mich vielleicht in manchen Gegenden, dass ich sonst voll autark bleiben kann. Ne? Das ist der Vorteil, ne? Also am Gas, weil einfach Induktionskochfelder sehr, sehr viel Strom benötigen, ne? Oder auch allgemein elektrische Kochgeräte. Ne? Genauso als auch wie die Klimaanlage, die braucht natürlich auch viel Strom, aber wenn du die brauchst, hast du ja Sonne und Licht, dann ist es ja heiß, dann kompensiert es das Ganze wieder sehr, sehr gut. Ja. Möbelbau, generell vielleicht noch zwei Sachen. Wir benutzen ganz gerne diese gepearlten HPL-Oberflächen. Warum? Kann ich euch auch mal zeigen. Lieber Kunde, guck weg, aber wir können hier, also selbstverständlich mit der Münze ein bisschen mit Nachdruck drauf kratzen. Ne? Verkratze ich nichts, das ist also extrem widerstandsfähig. Ne? Das ist einfach jetzt haptisch für ein Expeditionsmobil gut, weil es die gleiche Härte oder Struktur hat wie eure normale Arbeitsplatte auf einer Küche. Also es ist eine 0,8 mm beidseitig beschichtete HPL-Platte, äußerst stabil. Ansonsten benutzt man eine Mehrschicht-Multiplex-Platte im Grundaufbau, die leichter ist, bevorzugt Mehrschicht-Pappel, weil die in Verbindung mit dem HPL auch wieder eine extrem hohe Stabilität kriegt. Ne? Also wir sparen da nicht an Beschlägen, wir sparen, wir nehmen auch von den Pushlocks, wenn wir die nehmen wir recht häufig, weil die einfach praktisch sind. Warum sind sie praktisch? Rico, hast recht, du hast das Ding offen, du guckst einmal durch, ist alles zu, alle der Pushlock drin, hier sehe ich sofort, die Schublade ist offen, ne? Dann kann man die reindrücken und zumachen. Das heißt, es ist ja ein sehr praktischer und einfacher Verschluss und er ist zwar jetzt nicht unbedingt hip und mega teuer und mega umreißend von seinem Design, aber er ist einfach praktisch. Ne? Deswegen kehrt er immer wieder zurück in unsere Modelle. Wir hatten also viele, viele andere Sachen probiert. Die Leute haben sich die Fingernägel abgeklemmt und haben teilweise halt immer wieder darüber geklagt, dass du es nicht so richtig siehst, ob der Schrank zu ist und ob das eingerastet ist. Das ist mein Pushlock-Hoch. Ja, Kühlschrank, Herd, Elektrokonzept, Matratze auf Maß. Wir haben hier eine individuell angefertigte Matratze mit dem integralen Lattenrost. Also das heißt, wir haben kein Froli drunter. Der Froli steckt in der Matratze drin. Das ist mittlerweile auch Standardtechnik, wird auch im Bootsbau ständig so verwendet. Ja. Wir haben hier sehr, sehr unempfindliche Bezugsstoffe. Wir lassen da immer aus dem gleichen Stoff noch ein paar Kistchen fertigen, Ton in Ton. Könnte man natürlich ein bisschen hipper machen, man könnte es ein bisschen farbig machen. Aber auch das entsteht genauso, wie der Kunde es will. Und man steht ja selten irgendwo, wo alles asphaltiert ist. Ne? Und dann kommen die Kinder rein, irgendeiner hat ja, man muss es ein bisschen pflegeleicht auch machen. Ne? Und hier sieht man schon, wir haben ja viel montiert und gemacht. Es ist nichts gefinisht an den Kanten, wenn man mal irgendwo hinlangt. Dann hat man relativ schnell auch hier oben noch an den Schränken schmutzige Stellen. Das gibt jetzt eine Endreinigung, ein Finishing am Ende. Ne? Dann laufen die alle auch nur noch mit weißen Overalls und frisch gewaschenen weißen Socken hier drin rum, bevor die Eigentümer kommen. Und genau. So, dann haben wir uns das Kerlchen nochmal innen angeguckt. Ich finde, es ist super geworden. Ja, ich persönlich. Gang, ja, für meinen Verwendungszweck würde das auch ein bisschen anders aussehen. Ich mag die netten lieber auf der Seite, aber das ist alles an dessen Sache. Es gibt dann unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich finde jetzt auch ein Einstiegsbad mit der Tür ganz gut, weil ihr seht jetzt hier, ich stehe hier am Eingang. Irgendwie ist es verschwendeter Platz oder halt ein Platz, der irgendwo
keine so richtige Funktion hat, aber wir sind hier in der 5,50 Meter Klasse. Insofern kann man das schon so machen. Man könnte aber auch hier, wenn der Tank nicht unten wäre, einen Tiefeinstieg hätte man hinbauen können. Wenn das jetzt geklappt hätte, dann hätte man zumindest den Platz frei ohne Podest aufgehen können. Kann man alles machen. Sind ja nur Eindrücke. Es gibt wie bei allen Dingen im Leben Licht und Schatten. Und für den Anwendungszweck hier ist es mit Sicherheit eine absolute Granate. Und wir wünschen natürlich dann auch den Eigentümern, wenn er denn, ich hoffe, am Ende nächster Woche, wir warten noch auf eine Reifendruckregelanlage, die irgendwo irrt, beim Paketzusteller schon 1,5 Wochen auf Irrwegen ist. Wenn er dann abholt, wünschen wir natürlich viele, viele schöne Stunden in dem Fahrzeug. Ja. Tolle Erlebnisse, technische Stabilität in dem wunderschönen 2635. Immer so, ne? Ja, und wir wünschen ihm, dass er relativ schnell abfährt und eine abgefahrene Zeit hat. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Vergesst den Daumen nach oben nicht, vergesst uns nicht zu abonnieren. Ich wiederhole mich jetzt da immer recht häufig, aber wir wollen keine Werbung schalten und wir gucken schon ein bisschen drauf, dass es den Leuten gefällt und dass sie unsere Videos auch gucken. Jawohl. Und der Grad fürs Ganze ist auch so ein bisschen ein Abonnent als Dankeschön, dass wir uns hier die Mühe geben und euch ein bisschen die Themen vertieft auch näher bringen. Unabhängig davon, ob ihr mal uns besuchen wollt, Kunden werden wollt. Oder ob ihr vom Wettbewerb seid und einfach mal gucken wollt, was wir so alles Schönes bauen können. Genau. Für bezahlbares Geld. Und für alles andere bei Fragen, schickt uns eine E-Mail. Ja? anfrage@4wheel24.de und wir antworten dann und freuen uns, von euch zu hören. Tschüss. Ciao.